Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Isus und ich habe ein neues Video für euch. In diesem Video möchte ich euch nochmal wirklich Schritt für Schritt erklären, wie ihr GTA 5 LSPD-FR auf eurem PC installiert. Wenn ihr also jetzt nicht auf dem PC spielt, dann könnt ihr jetzt eigentlich wegschalten, weil das Ganze ist einfach ein Mod für den PC. Und insofern bringt es euch nicht wirklich viel, wenn ihr auf der Konsole spielt und hier zuguckt. Könnt ihr natürlich gerne machen, müsst ihr aber nicht. So, wie gesagt, LSPD-FR ist ein Mod für den PC. Und es ist ja auch die Polizeimod und deswegen habe ich wirklich extrem viele Anfragen bekommen, wie das Ganze geht und so weiter. Ich hatte schon 2 weitere Tutorials gemacht, allerdings sind diese jetzt schon wieder etwas veraltet und viele haben gesagt, ja, könntest du nicht bitte nochmal auf Fragen eingehen und so weiter. Ich sag direkt, das Ganze funktioniert mit keiner gecrackten Version von GTA 5, nur mit gekauften und ich werde auch gecrackte nicht unterstützen, sage ich direkt. Ja, was gibt's noch zu sagen? Das Ganze geht auch bei den Steam-Anwendungen, allerdings sind dann die Verzeichnisse etwas anders, aber das solltet ihr ohne Probleme finden. Zunächst brauchen wir 3 verschiedene Dateien. Das sind einmal LSPD-FR direkt als Datei. Ich werde das jetzt hier mehr oder weniger live mitmachen mit euch. Insofern nicht wundern, wenn es manchmal irgendwie hakt oder so. Also als erstes braucht ihr erstmal die direkte LSPDFR-File, also die Hauptdatei erstmal. Dazu geht ihr einfach auf den Link in der Beschreibung, den ich euch verlinkt habe und geht hier unten auf diese Datei herunterladen, zustimmen und herunterladen und dann hier ganz wichtig auf die drittunterste, auf manuell install. Diese ladet ihr euch dann herunter. Wir sind auch kein Roboter. So, dann geht ihr auf den zweiten Link, das ist das Wage Plugin Hook. Das braucht ihr auch unbedingt. Das braucht ihr aber für fast alle Mods. Hier ist es jetzt wichtig, ihr guckt, wann dieses geupdatet wurde. Das hier ist jetzt am 18.12.2016 um 11.48 Uhr. Angenommen, es kommt jetzt am 20.12. ein Update raus. Dann müsst ihr gucken, dass das Datum, was hier steht, nach diesem Update ist. Das ist ganz wichtig, weil es gab wirklich Leute, wenn jetzt am 18. hier das Update rauskam, kommen sie an am 19. und sagen, warum geht das nicht und so weiter. Ihr müsst wirklich 1-2 Tage warten, bis hier das Neueste wieder rausgekommen ist und immer nach dem Datum, wo das letzte Update war. Auch hier nehmen wir natürlich wieder die oberste Datei und downloaden die. Und jetzt empfehle ich euch noch ein bestimmtes Plugin, ihr könnt es unendlich erweitern, ich empfehle euch aber erstmal ein bestimmtes. Und zwar ist es das Police Radio, auch in der Videobeschreibung verlinkt. Auch hier gehen wir wieder auf Herunterladen. Das ist einfach ein Plugin, was euch noch die ein oder andere Möglichkeit bietet, in GTA, LSPD-FR zum Beispiel einen Krankenwagen rufen und Leichen abtransporten, all solche Sachen. Und das Ganze ist eigentlich ziemlich sinnvoll. So, gut, sind die ganzen Sachen jetzt hier heruntergeladen, müssen wir ins GTA-Hauptverzeichnis gehen. Dazu gehe ich jetzt auf meine Festplatte, Programme, GTA 5. Hier habe ich jetzt mein ganz normales GTA 5-Verzeichnis. Und dann brauchen wir natürlich noch die einzelnen Dateien. Also dazu nehmen wir jetzt erstmal manuell install. Wir öffnen das einfach mit WinRAR, habe ich zumindest jetzt. Kann man kostenlos nutzen, wie man sieht, als Demo-Version. Also jetzt kopiert ihr euch alles und zieht es einfach in das GTA-Hauptverzeichnis herein. Es dauert jetzt 1-2 Sekunden und dann ist das Ganze kopiert. Dann macht ihr das gleiche mit dem Rage-Plugin-Hook. Auch, es verschwindet immer gerade auf meinem zweiten Bildschirm, hier. Das nehmt ihr auch und zieht es einfach ins GTA-Verzeichnis rein. Hier ersetzt ihr einfach die Dateien. So, und jetzt ist es so, jetzt könnt ihr, wenn ihr das möchtet, noch ein Plugin reinmachen. Ihr könntet rein theoretisch jetzt schon LSPDFR spielen. Dazu geht ihr einfach hier unten auf Rage Plugin Hook, Rechtsklick, als Administrator ausführen. Aber es wäre jetzt ziemlich sinnlos, beziehungsweise ziemlich langweilig, da wir noch kein einziges Plugin drin haben. Das heißt, wir haben nur diese Standardeinsätze und die sind auf Dauer ziemlich langweilig. So, deswegen haben wir hier noch das Police Radio. Und hier ist es eigentlich im Prinzip ziemlich einfach. Ihr kriegt bei den meisten Plugins hier einen Pfad vorgeschrieben. Zum Beispiel jetzt hier GTA 5. Das bedeutet, ich gehe auf meine Programme, GTA 5. Warum verschwindet das hier ständig? Dann hier geht ihr auf, ich mache es mal gerade ein bisschen kleiner, damit es besser zu sehen ist. So. Seid ihr bei den GTA 5. Dann seht ihr hier Plugins. Dann geht ihr hier auf Plugins. LSPDFR. Gibt es hier noch keinen Ordner? Gut, dann können wir den jetzt hier reinziehen.
Angenommen, hier wäre schon LSPDFR-Ordner, geht ihr hier auf LSPDFR, da auf LSPDFR und weißt ihr guckt immer, welche Verzeichnisse sind schon da und welche muss ich sozusagen neu anlegen und dann zieht ihr es rein. Also ihr zieht jetzt einfach die Dateien rein, bumm, und dann habt ihr auch diese Erweiterung, dieses Plugin. Ich mache das Ganze hier auf Windows 8.1, also falls da wieder die Fragen aufkommen. Und genau, dann geht ihr hier auf Wage Plugin Hook als Administrator ausführen. Dann bestätigt ihr das Ganze noch, wartet ein paar Sekunden und dann erscheint diese Meldung. Ihr müsst jetzt 3-5 Sekunden oder sowas warten. Accept und jetzt müsstet ihr hier unten auf OK klicken. So, jetzt bekommt ihr eine Liste mit tausenden Sachen. Hier muss überall bei euch ein Haken sein. Wenn nicht, wählt ihr diese Datei einfach aus, kopiert die, googelt die und ladet euch genau diese herunter. So, jetzt geht ihr hier auf Yes. Jetzt dauert es hier wieder etwas. Und während es lädt, erzähle ich euch gerade nochmal was Wichtiges. Und zwar empfehle ich euch wirklich vorher, den kompletten GTA-Ordner zu kopieren. Denn das Ganze hier zu deinstallieren ist oft oft komplizierter als das Ganze einfach zu kopieren. Also das Ganze rauszuziehen dauert oft länger, als einfach eine neue Datei zu installieren und so weiter. Deswegen kopiert euch das einfach. Das sind knapp 70 GB. Gut, das dauert. Aber dafür habt ihr es dann auch. So, jetzt öffnet sich hier diese Konsole. Wenn hier unten GTA 5, bla bla bla, alles grün ist, dann ist es perfekt. Jetzt würde ich euch den Console Key noch ändern lassen, würde ich euch empfehlen. Ich mache jetzt auf F5, denn auf F4 sind viele Mod-Menüs. Und das Mod-Menü, was in GTAs LSPDFR vorinstalliert ist, viele feiern ist es, ich mag es nicht ganz so. So, dann geht ihr auf Plugins, dann macht ihr Load All Plugins on Startup. Dass er das alles automatisch macht, aber das müsst ihr jedes Mal neu auswählen. So, dann könnt ihr eigentlich auch jetzt schon auf Save and Launch klicken. Auf OK. Und jetzt einfach nur kurz warten, bis GTA LSPDFR gestartet hat. Ich mache das Ganze hier auch mehr oder weniger uncut, sodass ihr wirklich alles nachvollziehen könnt. Dadurch wird das Video zwar etwas länger, aber ich denke, es ist einfach nachvollziehbar insgesamt. Was ist. Wenn ihr jetzt nicht mehr in diesen Prolog kommt und es immer noch neu startet immer, dann kommt ihr hier auf dieses Fenster, seht ihr nur noch. Wenn ihr dann wieder auf die Konsole kommen wollt, um irgendwelche Plugins rein und rauszunehmen, dann klickt einfach hier auf das Zahnrad. So, jetzt steht hier Launching Game. Das dauert jetzt etwas. Und dann sehen wir uns gleich im Spiel wieder. So, wenn ihr jetzt im Spiel dann gespawnt seid, bekommt ihr unten links so eine kleine Meldung, dass alles funktioniert. Und jetzt seht ihr auf der Map ein paar neue Dinge. Und zwar seht ihr jetzt hier diese Polizeimarken. Und diese sind eure Polizeistationen. War jetzt schwer zu erkennen, ne? Da setze ich mir jetzt auf jeden Fall erstmal einen Marker, öffne die Konsole, gebe ein Teleport. Das ist nämlich eine ziemlich geile Konsole eigentlich, weil man da einfach suchen kann nach den jeweiligen Dingen. Und das hat echt Vorteile manchmal. So, wenn ihr jedenfalls jetzt an der Polizeistation angekommen seid, ihr könnt natürlich das Ganze auch einfach fahren, geht jetzt halt so schneller, geht ihr einfach hier in die Tür hinein und geht on duty, also in Dienst. Kommt ihr in so eine richtig coole Animation. Und jetzt ist es eigentlich nur noch reine Einstellungssachen, was ihr haben wollt und so weiter. Ihr könnt nämlich zunächst jetzt erstmal euer Outfit wählen. Und dann auch direkt noch euer Fahrzeug. Also, wir nehmen jetzt einfach, hier gibt es verschiedene Polizeiarten, Polizeitypen. Die haben auch unterschiedliche Waffen dann, später. Wir nehmen jetzt einfach hier mal den FIB-Agent. Ihr könnt halt noch diverse Sachen am Aussehen verändern. Und dann könnt ihr euch natürlich noch ein Auto auswählen, eine Hydra geht. Hier, die wäre eigentlich mehr oder weniger alle Polizeiwagen. Wir nehmen jetzt einfach mal den hier. Und dann könnt ihr auch auf Select and Continue. Und jetzt spawnt ihr auch schon in der Open World. Jetzt müsst ihr kurz warten, bis das
Ganze geladen hat. Es hängt sich dann ganz kurz auf, bei mir zumindest immer. So 1-2 Sekunden und dann lädt es aber und dann läuft auch alles. Und dann habt ihr hier, wie gesagt, euer Polizeiauto. Jetzt könnt ihr mit X neue Einsätze anfordern und mit Y dann diese auf annehmen. So, und jetzt bekommt ihr im Prinzip auf der kleinen Map alles angezeigt und ihr bekommt eigentlich... Das Spiel redet ziemlich gut mit euch. Also ihr bekommt schon gesagt, was ihr eigentlich machen müsst. Mit B könnt ihr jetzt noch verschiedene Unterstützungseinheiten anfordern. Hier oben könnt ihr noch ändern, was für Codes. Also ihr habt nicht immer alle frei. Local Transport Unit, das braucht ihr, wenn ihr jemanden festgenommen habt. Wir machen das einfach gerade mal. Hier haben wir einen Flüchtigen. Da rennen wir hinterher, zielen auf ihn und drücken, halten E gedrückt. Dann halten, nehmen wir ihn fest. Und jetzt werden wir von der Gang auch noch angegriffen. So, das erledigen unsere Kollegen aber schon. So, und jetzt haben wir diesen. Jetzt gehen wir zu unserem Gefangenen. Halten wieder E gedrückt, um diesen festzunehmen nochmal. Jetzt setzen wir den nämlich auf. Und jetzt ist wichtig, entweder ihr hockt euch jetzt in euer Auto, dann steigt er zu euch ein. Aber das ist auf Dauer echt ätzend. Deswegen haltet ihr jetzt einfach nochmal gedrückt. Und nein. Genau, ihr dürft es nur kurz antippen. Dann setzt er sich auf den Boden, denn jetzt habt ihr die Möglichkeit, eine Local Transport Unit zu holen. Dann müsst ihr es nämlich nicht selber ihn abtransportieren, sondern ihr könnt ihn abtransportieren lassen. Das ist besonders, wenn ihr weit weg von der Polizeistation seid, ziemlich angenehm. Dann habt ihr jetzt die ein oder anderen Möglichkeiten. Perfekt, da hinten liegen welche, dann können wir das direkt zeigen. Durch das Police Radio, also das Plugin, habt ihr nämlich jetzt noch die Möglichkeit, über C hier diese... dieses kleine Telefon aufzurufen. Dazu könnt ihr nämlich hier diverse Sachen machen. Einmal natürlich die Nummernschilder checken, ob die gestohlen sind oder nicht. Dann könnt ihr einen Abschlepper holen. Das ist natürlich bei Verkehrsunfällen und sowas wichtig. Dann hier einen Totenabtransport. Das machen wir auch direkt mal. Komm, öffne es nochmal. So. Dann, ich weiß gar nicht, was das ist. Und hier noch irgendwas mit Tieren, Traffic Backup. Ja, ich weiß gar nicht mehr, was der Rest alles ist. Das braucht ihr eigentlich nie. Insofern, das waren so die wichtigsten Funktionen eigentlich aus LSPDFR. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr es gerne machen. Außerdem könnt ihr ja mal den Kanal von meinem Bro Black Dead abchecken. Den meisten aus den Videos bzw. aus den Streams wird er ja eher unter Knecht bekannt sein. Ups. Das waren jetzt sozusagen die wichtigsten Informationen. Man kann zu diesem Modus, zu diesem Mod, auch noch richtig viele andere Sachen hinzufügen, wie deutsche Polizeiuniformen oder generell andere Polizeiuniformen, andere Polizeiautos, auch einen echten BMW und so weiter. Aber dazu kommt übermorgen noch ein Video zu den Car-Mods und wie man diese installiert. Und das wäre jetzt noch ein bisschen zu aufwendig, das jetzt in diesem Video hier auch noch zu erklären. Insofern hoffe ich, ihr konntet es verstehen. Ansonsten habe ich euch jetzt nochmal zwei Links in die Videobeschreibung gepackt von meinen älteren Tutorials. Das sind im Prinzip die gleichen. Allerdings meinten viele, dass die alten bzw. das allererste ziemlich unverständlich war und weil ich das hatte, ich auch geschnitten und so weiter. Und deswegen habe ich mir jetzt gedacht, lade ich das Ganze einfach nochmal uncut hoch. Eventuell ist das Ganze dann einfach verständlich. Im Video vergessen zu sagen hatte ich, dass wenn ihr das nicht mehr spielen wollt, das ist ja gar kein Problem, ihr könnt auch ganz normal danach noch weiter GTA Online und so spielen. Wenn ihr das also nicht mehr spielen wollt, geht ihr einfach in euer GTA Hauptverzeichnis, geht hier entweder auf LSPDFR Uninstall oder was ich euch empfehlen würde, ist wirklich alle Dateien zu löschen und aus eurer Kopie, also eurem Backup, wirklich neue Dateien reinzuziehen. So riskiert ihr auf gar keinen Fall gebannt zu werden oder so. Das war es dann auf jeden Fall mit dem Video. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mal ein Like droppen würdet und den Kanal vielleicht noch den einen oder anderen Freunden zeigen würdet. Hättet ihr Bock, dass ich mal wieder LSPDFR streame, dann schreibt es mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, lasst ein Like da. Und damit bin ich jetzt aber wirklich raus. Ciao. Haut rein. Peace.